Ich habe eine Krankheit, über die habe ich eigentlich noch nie so gesprochen. Wer schlau ist, der würde jetzt austeleskopieren, aber schlau bin ich nicht. Ist für mich ganz ungewohnt, weil ich mich normalerweise ganz anders ernähre. So? So. Würdest du dich trauen, gegen Tim Budesheim Strain Force zu machen? Auf jeden Fall. Willst du denn vernichten? Ja, auf jeden Fall. Können wir machen? Ja, können wir machen, ja. 200 Kilo, bei 20 Wiederholungen und ein paar Sekunden. Ich glaube aber er auch. Also Tim ist schon nicht zu unterschätzen, ne? 200 Kilo, 20 Wiederholungen. Das habe ich schon gemacht, da war ich... 5. Ach, da ist er wieder. Guten Morgen und herzlich willkommen im Hause Budesheim. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Komm rein, Yannick. Ja, wenn der Yannick da ist, wisst ihr, was los ist. Neuer Content steht an. Und heute, seid gespannt, was euch erwartet. Ja, Tim, was steht denn heute an? Heute ist jede Menge Bodybuilding-Content nicht. Denn ich befinde mich aktuell gerade in meiner Detox-Woche. Was das genau bedeutet und was ich da genau mache, das erzähle ich euch im folgenden Video. Aber erstmal sieht meine Gemüse- und Obstbar relativ rar aus, deswegen müssen wir einkaufen gehen. Denn in dieser Detox-Woche, so viel kann ich schon mal sagen, steht einiges anderes am Speiseplan als in meiner normalen Routine. In meiner normalen Routine esse ich ziemlich immer so das Gleiche und ja, immer alles auf Muskelaufbauen basiert. Und jetzt ist gerade eine Phase, die ich übrigens furchtbar finde, weil ich bin jetzt nicht in der Diät, ich bin aber auch nicht im Aufbau, sondern irgendwo mittendrin in einem Detox, in der Recovery und als Leistungssportler. Das ist so, keine Ahnung, wie wenn ein Formel-1-Fahrer einer die Handbremse anzieht. Irgendwie will man Gas geben, aber es kommt nicht genug. Und so ist es gerade bei mir. Deswegen seid mal gespannt, was ich in dieser Detox-Woche alles so umgestellt habe. Ja, weiterer Inhalt des Videos wird heute Thema Regeneration sein. Also Regeneration geht mit dem Detox einher. Im Grunde kann man sagen, man versucht einfach einmal den Drive komplett rauszunehmen, um dann wieder schneller Gas geben zu können. Das ist eben als Amateur, früher habe ich mir ganz lange Regenerationsphasen erlauben können und das ist eben der Unterschied zwischen dem Level, wo ich jetzt bin als Profi-Bodybuilder, dass man nach den Wettkämpfen den Körper so schnell wie möglich versucht, wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, dass man wieder sagen kann, okay, so eine Vorbereitung ist sehr zehrend für den Körper, gerade die letzten Wochen, die Reisen und dann diese ganze Verschiebung der Makronährstoffe. Dann ernährt man sich sehr sauer. Da geht es eben auch um die Detox-Phase. Man ernährt sich jetzt einfach mal basisch, um einfach den Körpermaß zu resetten. Rebuild. Ja, und nicht nur durch die Ernährung kann man das machen, sondern eben auch durch die Regeneration. Deswegen ist jetzt für mich so eine Woche Hölle. Und Hölle heißt für mich, eine Woche lang möglichst nichts tun, möglichst kein Eiweiß essen oder wenig Eiweiß essen und ausruhen und nicht trainieren, keinen Kaffee trinken. Leckt mich am Arsch, das ist die größte Qual für mich. Hier übrigens Getränk, das trinke ich dreimal täglich. Basenpulver mit L-Glutamin. Und dann später gibt es noch einen zweiten Drink mit Flohsamen. Zeolit, also Heilerde, um quasi Schwermetalle auszuleiten. So, wie die Zuschauer schon gesehen haben im Titel, Risiko Herzinfarkt. Genau, also... Ich habe eine Krankheit, über die habe ich eigentlich noch nie so gesprochen. Und ich glaube, die betrifft mehr, als man denkt. Also das haben viel mehr Leute haben das und behandeln es nicht. Genau, und das zeige ich euch später nochmal, was das genau ist und mit was man das verbessern kann, etc. Was für deine Detox-Ernährung? Muss wieder meine Gemüsebar aufgefüllt werden. Ja, ich wäre gerne mit dir Trecker gefahren, mal aufs Feld oder so, richtig Ernte gemacht, aber... Ist wirklich so, eigentlich... Also das Gute ist ja... Regnerisch. Das Gute ist bei mir, ich ernähre mich auch in meiner normalen Ernährung sehr gesund, weil ich lebe hier am Land und wir haben alles quasi so vor der Haustür. Wir haben eigene Kartoffeln, eigenen Gemüsegarten und so weiter. Da es jetzt so regnet, gehen wir aber in unseren kleinen Edeka. Und unser kleiner Edeka, der bezieht auch regionale Lebensmittel bzw. regionales Gemüse. Und das ist so ein wirklich ganz, ganz kleiner, wie sagt man, Tante-Emma-Laden. Da gehen wir jetzt hin und füllen meine Gemüse- und Obstbar wieder auf. Wenn das Wetter einigermaßen zulässt, gehen wir noch in unser Gärtchen. Wir haben noch ein weiteres Gärtchen. Also wir haben ganz viele Garten und Grün und Obst und Gemüse. Und da holen wir noch ein paar Äpfel und Zwetschgen. So sieht's aus. Let's go. Als erstes gehen wir in unser Gärtchen und da hole ich ein paar Äpfel.
Aber um Äpfel zu holen, brauche ich erstmal Eimer und den lieben Apfelpflücker. Übrigens ist die Strecke hier sehr historisch, denn hier in diesem kleinen Gärtchen haben mein Opa und ich früher mit der Schubkarre Gras geholt, mit der Sense, so richtig mit einer, nicht Motorsense, sondern mit einer richtigen Sense. Ich hatte keinen Bock auf Kindergarten früher und deswegen hat mein Opa gesagt, der Junge, der lernt bei mir viel mehr als im Kindergarten. Und dann konnte ich, glaube ich, schon mit, ich glaube mit 6 Jahren konnte ich schon mit der Sense mähen. Auf dem Dorf ist das hier quasi der Ritterschlag. Wer schlau ist, der würde jetzt austeleskopieren, aber schlau bin ich nicht. So ein richtiger guter Apfel, der muss auch mal hier so ein paar Flecken haben, weil das ist Natur. Das ist nichts gespritzt und gar nichts, das ist Natur. Und wenn die so unversehrt sind und so glänzen wie eine Speckschwarte, ich weiß nicht, so, das ist kein, da kann irgendwas nicht stimmen. So, für die nächsten Tage reicht das erstmal. Wir holen noch da, das sind Boskop-Äpfel, das sind andere. Davon holen wir nochmal 2 und dann ein paar Zwetschgen. Weil die auch manche über mein Englisch gelästert haben. Habe ich noch nie erwähnt, ne? Aber ich bin ja, habe ich ja eben erzählt, ich war ja früher als Kind viel beim Oma und Opa und bin mit dem Opa ins Feld gefahren, Traktor gefahren und habe Landwirtschaft gemacht. Und dafür, das interessiert heute keinen mehr, aber ich bin so ein Typ, ich mag Traditionen. Ich kann Plattdeutsch reden. Das ist von Region zu Region unterschiedlich. Also es kann schon sein, 3-4 Kilometer weiter von hier schon ein anderes Plattdeutsch gesprochen wird. Aber tatsächlich war es bei mir so, als ich in die Schule kam, musste ich manche Wörter auf Hochdeutsch erstmal richtig lernen. Ich glaube, erst mal ein paar so hier. Was ist ein klassisches Plattdeutsch-Wort hier in der Gegend? Passt gerade hierzu. Es gibt, also Kuchen heißt Kuche und Spucken heißt Spitzen. Und da gibt es den Spitzkuche. Was ist das? Das ist im Prinzip ein Zwetschgenkuchen oder ein Kirschkuchen oder wie auch immer, wo man die Kerne drin lässt. Und den hat man meistens gebacken, wenn man im Feld gefrühstückt hat, beim Kartoffelernten oder so. Da kommt man nämlich am Faltgesatz und kann gespitzt. Und kann die Steiß gespitzt beim Spitzkuchen. Man kann halt nicht immer alles können. Aber Plattdeutsch kann ich. Ernte erfolgreich. Jetzt sind wir hier vor unserem kleinen Edeka, vor unserem Tante-Emma-Laden. Kaufe ein bisschen Gemüse, Bananen, alles, was ich so brauche für meinen Detox. Also kommt mal mit. Ich habe hier meinen Kameramann dabei. Guten Morgen. Und das ist die liebe Erika. Edeka gleich Erika. Und das ist schon, hier bin ich als kleiner Junge schon hingegangen, habe eingekauft. Ja. Und ich mache jetzt nach meinen Wettkämpfen gerade so eine Erholungswoche, wo ich mich viel mit Obst und Gemüse ernähren muss. Da muss ich mal ein bisschen Obst und Gemüse bei dir holen. Ja, gerne. Wollen wir also uns. Also erstmal zwei Gurken. Brokkoli haben wir auch da, hier unten. Ach, guck mal hier. Nehmen wir hier von noch. Birnen haben wir selbst. Ah, Bananas brauchen wir noch. Das ist gut. Bis morgen erst wieder grün. Dann sind sie süß. So, Tim. Nehmen wir die mit. Das ist für mich ganz ungewohnt, weil ich mich normalerweise ganz anders ernähre. So? So. So nicht. Ja. Erika, hast du auch Bio-Eier? Ja. Sehr gut. Einmal abziehen. Ja. So, tschüss. Bist du zufrieden mit dem Einkauf? Ja, mehr als ich kaufen wollte. Das ist meistens so. Ja, und alles möglichst bio, frisch und so weiter natürlich. Ist mir klar, wenn ich das jetzt propagiere, dass es nicht jeder machen kann, finanziell schon, jeden Tag frisch und bio zu essen. Deswegen ist immer so nach bestem Wissen und Gewissen und nach den besten Möglichkeiten. Also beispielsweise beim letzten Video war auch manchen aufgestoßen, weil ich gesagt habe, naja, wenn du kein Studio in der Nähe hast, dann bau dir eins oder fahr 80 Kilometer ins nächste Studio. Wenn du in der Stadt wohnst und in dem einen Studio fehlt dir was, melde dich in 3 Studios an. Erstens mal ist das eine Sache der Priorität. Ich rede da von mir, von meiner Priorität. Und man muss auch ganz klar sagen, es haben sich so gewisse Lebensstandards eingeschlichen, über die man gar nicht redet. Also jeder hat ein 1.000-Euro-Handy in der Tasche. Das fällt 3-mal runter, da ist der Display kaputt, der kostet 300 Euro. Dann rauchen viele, das ist sauteuer. Dann werden mit dem Auto teilweise Fahrten gemacht, wo ich mir denke, Alter, nimm das Fahrrad. Oder denk vorher mal nach, ob du dir die Fahrt nicht sparen kannst.
Das ist mittlerweile Luxus. Jeder fährt ein neues Auto oder wie auch immer. Das muss man halt auch mal betrachten bei dieser ganzen Rechnung. Das ist dann einfach eine andere Priorität. Es gibt natürlich Leute, die sich wirklich beides nicht gänzlich leisten können. Also weder zwei Studios noch ein teures Auto, ist doch sonst was. Aber jeder muss da halt für sich sprechen und das Beste aus seinen Möglichkeiten machen. Also, wenn ihr da in irgendwas limitiert seid, dann versucht einfach das Beste draus zu machen. Das wollte ich nochmal so sagen. Ja, war ja auch schön zu sehen jetzt beim Schwarzwald schon, hast du es gesehen? Ja. Hat aus Isoklet-Dosen, ja, hat er sich also Beton reingegossen und Gewichte gemacht. Ja. Dann hat sich so ein kleines Home-Gym für einen schmalen Taler zu Hause errichtet. Genau, hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Bestes Beispiel eigentlich. Genau. Ja. Ach, Tim, ich musste noch was zeigen hier. Ich hab gestern gesehen. Würdest du dich trauen, gegen Tim Budesheim Strain Force zu machen? Auf jeden Fall. Ich zähl nicht. Ja, wirklich. Konnten wir machen, ja. Wirklich. Bro, ich mach 200 Kilo, Crack hier, 20 Wiederholungen unter ein paar Sekunden. Ich glaube aber er auch. Also Tim ist schon nicht zu unterschätzen. Luft wird fehlen, ich weiß warum. Tell him in private. Yeah, I can tell him. Not in private. I can tell him in face to face. Nobody fuck with me. If you're ready, let's go for it. Kilo, 20 Wiederholungen. Das habe ich schon gemacht, da war ich 5. 20 oder so. Ja, aber zurück. Hier hat sich was getan auf jeden Fall. Zurück zum Bazar. Hier sind unsere frisch gepflückten Äpfel, Zwetschgen, Karotten, Brokkoli, Gurke, Banane, Sweet Potato, Zitrone, Kiwi, Limone. Limone? Limette. Limette. Ha, sorry. Limone ist, glaube ich, ein Örtchen in Italien. Genau. Gardasee. Stimmt. Kannst du Urlaub machen. Gut, ganz kurz zur meiner Ernährung. Deswegen, wir machen jetzt mal meine zweite Mahlzeit. Und dann 3 Bio-Eier. So als Kontrast, normalerweise nehme ich 2 Vollei und 300 Milligramm. Vergiss es einfach. 300 Gramm Eiklar. Und jetzt besteht nur aus 3 kleinen Bio-Eiern. Also nur, dass man den Kontrast mal hat zu dem Protein, was ich gerade esse. Basenhaushalt ist essentiell jetzt so, was Detox angeht, oder? Genau, also ist es so, man ernährt sich in der Bodybuilding-Diät gerade am Ende, wenn man halt die Kohlenhydrate runterfahrt, mehr Eiweiß isst, ernährt man sich sehr säurehaltig. Und bei säurehaltig darf man gar nicht dran denken an Zitrone, an Obst, was jetzt natürlich per se auch eine Säure hat, sondern an säurebildende Lebensmittel. Und das ist halt das meiste tierische, aber auch Stärke ist säurebildend. Also nicht nur tierische Lebensmittel. Jetzt schreien alle Veganer, juhu, ich hab's euch immer gesagt. Und das ist auch per se nicht giftig oder so. Und der Säure-Basenhaushalt ist sehr, sehr umstrittenes Thema. Der reguliert sich selber. Über die Atmung reguliert sich das unter anderem. Und wenn ihr das eingibt bei YouTube, kriegt ihr ganz, ganz viele Videos. Wie gesagt, sehr umstritten. Aber es schadet sicherlich nicht, sich mal eine Woche lang oder anderthalb Wochen lang, wie auch immer man das machen möchte, einfach mal auf manche Dinge zu verzichten. Zum Beispiel verzichte ich jetzt eine Woche lang auf alles, was fast alles, was den Muskelaufbau betrifft. Also alles nur in Ausrichtung Gesundheit. Sonst immer bin ich immer Ausrichtung Muskelaufbau. Das heißt, kein Molkeprotein. Dafür nutze ich jetzt gleich das leckere Vegan Designer Protein. Ich sage immer Vegan Whey, aber Vegan Whey wäre falsch, weil Whey ist Whey und Vegan ist Vegan. Ernähre mich sehr eiweißarm, trainiere nicht. Ruhe mich viel aus, mach Basenbäder und trink halt gewisse Drinks, um eben Schwermetalle auszuleiten, mich Basis zu ernähren, einfach dem Körper eine Woche lang komplett Erholung zu bieten. Auch meine wunderschöne Kaffeemaschine bleibt leider diese Woche aus. Und ich muss sagen, fällt mir sehr, sehr schwer. Also ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, aber ich bin halt auch Sportler. Und ich kann richtig viel Disziplin aufbringen, wenn ich weiß, das tut jetzt meinem sportlichen Progress gut. Und das ist auch ein sportlicher Progress, weil manchmal muss man 3 Schritte zurückgehen, um 5 nach vorne zu kommen. Aber es fällt mir echt schwer, muss ich echt sagen. Also.
das von den Supplementen? Musst du da irgendwelche Abstriche diese Woche machen? Actually, nur das hier. Kein Kreatin, aber es ist jetzt nichts Schlimmes, das könnte ich auch weiterhin durchnehmen, aber ich habe halt gesagt, alles raus und der, nur was die Gesundheit fördert. Man muss ehrlicherweise sagen, das ist das einzige Supplement, was die Muskulatur fördert. Alles andere ist eigentlich gesundheitsfördernd. Und gesundheitsfördernd heißt ja gleich muskelfördernd, denn wenn die Gesundheit in Ordnung ist und wenn der ganze Organismus, Bio-Organismus funktioniert, dann funktioniert der Muskelaufbau. Deswegen habe ich von meinen reinen Supplementen keine Abstriche machen müssen. Omega-3, Vitamin D3, K2, UC2, also Kollagen Typ 2, Vitamin Stack, abends noch GABA zur Entspannung, Beruhigung, Zink, Kurkumin, Ashwa, Stresslevelregulierung, Magnesium, sehr, 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 sehr wichtig. T3 für die Schilddrüsen-Support. T3 fragen immer viele, ja, T3, weil dieses Schilddrüsenhormon L-Typon auch T3 heißt. Das ist ein bisschen, meiner Ansicht nach, ein bisschen unglücklich. Das T3 ist Schilddrüsen-Support, das heißt Jod und Selen. Noch irgendwas? Tutka. Tutka ist, oder Mariendistel ist zur Leberentgiftung. Und genau, das alles Kopf in den Nacken. So, jetzt nehmt ihr als Profiathleten ja immer relativ viel. Was natürlich auch Geld kostet. Was würdest du denn jetzt so einem Standardzuschauer hier, der vielleicht seinen Kraftsport ein bisschen zu Hause macht, was würdest du dem empfehlen, was essentiell ist, ja, was der Gesundheit gut tut? Vielleicht auch einfach nur Leuten, die vielleicht Fußball spielen, ja, oder ihr Ding machen. Von Schüler bis ins hohe Alter geht das ja eigentlich. Was ist essentiell? Wo sollte man das Geld quasi für ausgeben? Das ist wirklich eine gute Frage und sehr wichtige Frage. Also, ganz, ganz wichtig, Omega-3, meiner Erachtens nach Vitamin D3, K2, googelt selber, wie viel Vorteil das hat. Das ist besonders wichtig, wenn man eben Sportler ist, Magnesium oder eben, was wir gesagt haben, den Athlete's Deck, da ist auch Magnesium drin. Alles kombiniert dann. Alles kombiniert, wobei Magnesium würde ich ein bisschen höher dosieren. Aber weil wir absolut bei den Basics, man merkt schon, ich schweife immer gerne aus, will davon noch ein bisschen mehr und davon noch ein bisschen mehr. Aber ich muss bei den Basics bleiben. Definitiv Kreatin. Also, die drei Sachen, jetzt muss ich gucken, ob hier auch D3 K2 drin ist. Guck mal, hier ist sogar Vitamin D3 drin, 25 Mikrogramm. Also, kommt die auch noch weg. Also, absolute Basics, absolut, ist das und das und das. Und ihr wisst, wie es abläuft. Wenn ihr sparen wollt und mich dabei unterstützen wollt, dann Rabattcode BEEF bei ESN.com. Vielen Dank fürs Supporten und viel Spaß beim Sparen. Also nochmal, um das Thema Detox abzuhaken, nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Was habe ich eine Woche lang gemacht? Keine Süßstoffe, kein Kaffee. Hab mein Eiweiß runtergeschraubt auf 180 Gramm Eiweiß. Normalerweise bin ich ungefähr bei 300 bis 350 Gramm Eiweiß, wobei Eiweiß kein Gift ist. Ihr könnt Eiweiß essen, da empfehle ich immer 2,5 bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Bin ungefähr bei 100 Gramm Fett und bei 400 Gramm Kohlenhydraten. Und das ist schon eine harte Überwindung, wenn man gerade aus einer Diät kommt, wo Fett und Kohlenhydrate so, um Gottes Willen, nicht so viel Fett, nicht so viel Kohlenhydrate, über Wochen. Und dann soll man plötzlich so eine Detox-Woche machen. Kein Training, viel Fett, viel Kohlenhydrate, wenig Eiweiß, also ganz in die andere Richtung, wie ich es in der ganzen Vorbereitung gemacht habe. Aber ich merke, die Woche tut mir sehr gut. Ich trinke viel, ich ruhe viel aus, gönne dem Körper einfach ein bisschen Erholung eine Woche lang und dann fahre ich das System langsam wieder hoch. Dann steige ich wieder ins Training ein, bis ich dann wieder voll in der Offseason bin und voll im Drive. Da gibt es, bevor ich dann in die Offseason starte und richtig wieder in Fokus Muskelaufbau gehe, gibt es noch einmal Check-up, Kardiologe, Blutbild, vielleicht noch ein paar Röntgen- oder MRT-Sachen für Gelenke, Bänder, Sehnen und so weiter. Ja, und dann geht es wieder Vollgas in die Offseason. Und jetzt nach dem Essen heißt es erstmal eine Runde ausruhen. Ja, Thema Regeneration, I need more rest. Jetzt heißt es erstmal eine Runde ausruhen. Und dafür nutze ich zurzeit so eine BEMA-Therapie. Das ist im Prinzip eine Matte, die liegt hier drin. Erzeugt elektromagnetische Felder und unterstützt die Mikrodurchblutung. Also ihr habt ganz, ganz viele kleine 1000 Millionen Adern-Arterien, die verstopfen. Und das sorgt dafür, um diese Verstopfung wieder frei zu machen. Also sehr interessant. Und
mein CPAP-Gerät, SleepCube, das brauche ich für meine Krankheit, die ich habe. Und zwar leide ich an Schlafapnoe. Das heißt im Prinzip, Atemaussetzer habe ich nachts. Ich habe das schon sehr, sehr lange und da wird immer oft gesagt, ja, das ist hier dein Bodybuilding, was weiß ich. Mit Sicherheit macht es die Körpermasse und die Muskulatur nicht besser, macht es mit Sicherheit schlimmer. Aber ich glaube schon, dass die, dass man gewisse Grundgenetik haben muss, um das zu haben. Im Prinzip, die Luftröhre fällt zusammen, die Lunge atmet weiter, atmet gegen den Widerstand und sagt dann irgendwann, Moment mal, Bursche, du musst wieder tief atmen. Und das Gerät macht nichts anderes als normale Umgebungsluft mit Druckluft, also ich glaube 10 Millibar, mir in die Nase zu pusten. Es gibt auch welche, die gehen über den Mund oder wie auch immer. Und dadurch ist das halt immer aufgebauscht. Haben viele diese Krankheit, Schlafapnoe. Und wenn man diese Schlafaussetzer hat, ich war im Schlaflabor, ich glaube, ich hatte irgendwie 180 Stück in einer Nacht. Und dann ist man sauerstoffunterversorgt, ist die Sauerstoffsättigung nicht mehr gegeben und man ist dadurch auf Dauer sehr, sehr stark Herzinfarkt-Risikopatient. Ja, ein angenehmer Nebeneffekt ist noch, ich bin Schnarcher und durch das Ding schnarcht man nicht. Wenn man die Augen zumacht, dann kann man sich vorstellen, man liegt in der Karibik und das Meeresrauschen ist im Hintergrund. Also so viel zum Thema Schlafgerät. Ich kann es echt nur empfehlen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und by the way, noch ganz am Rande erwähnt, noch wichtig, ein vernünftiges Bett, eine vernünftige Matratze und auch ein vernünftiges Kopfkissen. Also Matratze als auch Kopfkissen habe ich mir extra anpassen lassen. Und die Matratze, die ist halt einfach mit mehreren Zonen. Die passt vom Einsinkverhalten auf mein Körpergewicht. Und das sind so Dinge, da legt fast keiner Wert drauf. Und weil man denkt, naja, komm, Matratze liege ich ja eh nur drauf und Kopfkissen. Und irgendwie tun mir jeden Morgen die Schulter weh. Ich hatte das auch, mir sind jeden Morgen die Arme eingeschlafen. Jeden Morgen hat mir die Schulter weh getan. Seitdem ich einmal da was investiert habe und habe mir was Besseres zugelegt, habe ich das nicht mehr. Und so ein kleines Feature, was für mich noch wichtig ist, ich habe immer Wassereinlagerungen in den Beinen. Deswegen habe ich hier so eine elektrisch verstellbare Lattenrost. Und wenn ich jetzt meinen Rest mache an mittags, dann ziehe ich die Maske auf und leg die Füße hoch. Und da kann man prima aus und geht von alleine aus irgendwann. Oh, jetzt glaub ich, jetzt musst du rausgehen, jetzt muss ich echt eine Runde pennen. Also, wenn man mal drauf achtet, als ich noch arbeiten gegangen bin bei Cardio und Salz, und man sah die Leute morgens nach dem Aufstehen in die Umkleidekabine kommen, in die Kaue, sagt man im Bergbau, hatten viele so einen Abdruck hier. Und die meisten, die so einen Abdruck haben, das ist der Abdruck vom Stirnband. Daran sieht man mal, wie viele Leute das wirklich haben, weil das ist hier so ein Ding, da redet man nicht drüber. Und deswegen bitte auch ein bisschen Respekt, denn ich zeige hier meine Schlafgemach, das habe ich noch nie gezeigt. Ist auch sehr, sehr intim und privat, aber mir war es wichtig, euch das mitzuteilen und diese drei Sachen oder diese zwei Sachen vor allem eben mal mit auf den Weg zu geben. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr auch so eine anstrengende Phase hinter euch habt. Egal, ob es eine anstrengende Diät ist oder sonst was, einfach mal eine Woche lang auf irgendwelche Dinge verzichten, auf Alkohol, auf Kaffee. Und das tut auf jeden Fall dem Körper mal gut. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.